Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer und Michaela. Christian. Wir haben hier das Spiel Blumengarten, passend zu dem schönen Wetter momentan. Wir haben Sonnenschein draußen, außerhalb von unserem Bunker hier und es sind um die 20 Grad. Wo ist denn hier ein Bunker? Es ist ja alles, wir sind hier im Keller und es ist nicht fensterlos, das stimmt nicht. Ich darf nicht mehr raus. Du erzeugst, ja. Ich bin zum Spielen verdonnert worden an der Stelle. Du bist arm dran, ne? Ja, total. Und weil ich so arm dran bin, fängst du an mit den Rahmendaten. Blumengarten ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 20 Minuten angegeben. Ist bei Quality Beast erschienen, kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 23 Euro. Und die Autoren sind Stephen Eduardo Barraf und Clementine Compardou. Und man könnte praktisch sagen, es ist das zweite Spiel aus dieser Gartenreihe, so sage ich es jetzt mal, weil von Quality Beast ist ja auch schon Kräutergarten erschienen. Und vielleicht einmal ganz kurz dazu, wir haben uns das Spiel Blumengarten jetzt auf der BerlinCon gekauft. Bei Quality Beast selbst am Stand gab es das nicht mehr, aber die haben uns dann gesagt, dass am, ich glaube, Meeblebox hieß der andere Stand, dass die wohl noch 5 Exemplare morgens hatten und sogar dahin. Ist Michaela da hingerannt, hat alle aus dem Weg umgestoßen, eine Schneise der Verwüstung hinterlassen auf der BerlinCon. Möchten wir uns nochmal für entschuldigen. Und wir haben dann eins von diesen letzten 5 Exemplaren ergattert. Also das stimmt natürlich nur halb die Geschichte. Ich habe keinen umgerissen, ich bin noch nicht hingerannt, aber wir haben noch eins der Exemplare bekommen. Ich muss es ehrlich gesagt sagen, ich habe es verdrängt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben, ob wir 20 oder 25 Euro bezahlt haben. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wenn wir 25 bezahlt hätten, hätten wir ein bisschen viel bezahlt. Aber online, meine ich, kann man das Spiel momentan auch nur vorbestellen. Von daher weiß ich nicht, wann es dann wieder erhältlich sein wird. Und ganz wichtig, das ist ein entspannendes Spiel. Während ein entspanntes Spiel, ja. Ein entspannendes Spiel, während das hier ein schmackhaftes Spiel ist. Ah, okay. Weil Kräuter sind ja auch lecker. Genau, Kräuter kann man ja auch gut zum Kochen, was auch immer verwenden. Zum Beispiel. Genau. Dann kommen wir aber erstmal zum Spielmaterial. Wir haben das Spiel hier schon mal aufgebaut für 2 Personen. Wir haben hier oben zum einen die sogenannten Vielfaltskarten. Da wird der Stapel zu Spielbeginn gemischt und dann werden hier Spieleranzahl unabhängig immer 3 Vielfaltskarten aufgedeckt, offen hingelegt. Die restlichen Vielfaltskarten kommen aus dem Spiel. Dann, das Spiel kann man ja auch solo spielen, gibt es hier die Krähenkarten. Davon gibt es 10 Stück. Es gibt eine Krähenkarte und 9 Aktionskarten, die brauchen wir jetzt ja nicht, weil wir das Spiel ja nicht solo spielen. Dann haben wir hier einen großen Stapel von sogenannten Gartenkarten. In diesen Gartenkarten gibt es zum einen Blumenkarten und diese Blumen gibt es in 5 verschiedenen Sorten. Es gibt Tulpe, Aster, es gibt Mohn und so weiter. Und es gibt diese Blumen auch in 5 verschiedenen Farben. Es gibt hier zum Beispiel weiße Blumen, es gibt, ich sag mal, rosane Blumen, orangene Blumen und so weiter, also 5 verschiedene Farben. Und dann gibt es auf einigen Blumen gibt es auch noch Tiere drauf. Und davon gibt es auch 5 verschiedene Tiere. Wie zum Beispiel hier, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, der Käfer, genau. Dann gibt es auch noch einen Schmetterling. Schmetterling gibt es hier noch. Es gibt noch den Nachtfalter und so weiter. Also es gibt auch 5 verschiedene Tiere. Die können dann auf den Blumen unter Umständen mit drauf sein. Dann gibt es noch die sogenannten Straußkarten. Davon gibt es nur 5 Stück im ganzen Spiel. Da sind hier unten so Anforderungen drauf für das Spielende. Wenn man diese Anforderungen erfüllt, bekommt man je nachdem, wie viele Anforderungen man davon erfüllt, Punkte. Erfülle ich nur eine Anforderung, hier zum Beispiel habe ich eine Tulpe in meinem Strauß, am Spielende würde ich einen Punkt bekommen. Habe ich zum Beispiel eine gelbe Tulpe, weil hier Tulpe und Gelb gefordert ist, bekomme ich 3 Punkte am Spielende. Habe ich alle 3 Anforderungen erfüllt, kann ich am Spielende dann 5 Punkte bekommen. Also habe ich auch noch diesen Marienkäfer in meinem Strauß. Davon gibt es, wie gesagt, 5 Karten. Und dann gibt es noch die sogenannten Skulpturenkarten. Auch von denen gibt es 5 im ganzen Spiel. Das ist im Prinzip, ja, wer am Spielende die meisten Skulpturenkarten gesammelt hat, bekommt 5 Punkte. Der die zweitmeisten gesammelt hat, bekommt 3 Punkte. Und der die drittmeisten gesammelt hat, bekommt am Spielende noch einen Punkt. Diese Karten werden entsprechend gemischt. Und dann werden hier Reihen ausgelegt, und zwar Spieleranzahl abhängig. Wir haben das jetzt hier für 2 Spieler aufgebaut. Im 2-Personen-Spiel habt ihr 2 Reihen mit Gartenkarten. In der obersten Reihe wird immer die 2. und die 4. Karte verdeckt hingelegt. Und dann hier im 2-Personen-Spiel in der nächsten Reihe kommt auf die 1., die 3. und die 5. Karte noch ein Stein. Es gibt nämlich auch noch Steine im Spiel. Wie ihr das Spiel dann, ich sag mal, mit Mehrpersonenspiel aufbaut, seht ihr sonst in der Anleitung. Im 4-Personenspiel habt ihr 4 Reihen Gartenkarten und da habt ihr auch noch eine Reihe mehr, wo dann nachher Steine ausgelegt werden. Im 3-Personenspiel habt ihr 3 Reihen Gartenkarten. Außerdem habt ihr immer zu unterst, auch in jeder Spieleranzahl, eine Reihe mit Wunschkarten. Das sind diese hier. Dieser Stapel wird auch zu Spielbeginn gemischt und dann werden hier schon mal 5 Wunschkarten offen ausgelegt.
Und das sind im Prinzip Zielkarten. Persönliche, das heißt, Zielkarten. Persönliche Zielkarten, die kann man im Spielverlauf bekommen und da bekommt man am Spielende für bestimmte Sachen halt Punkte. Hier zum Beispiel am Spielende für jede Tulpe, die ich am Spielende in meinem Strauß habe, bekomme ich 2 Punkte. Oder wenn ich unterschiedliche Tiere sammle, bekomme ich entsprechend Punkte. Zum Beispiel bei 3 unterschiedlichen Tieren in meinem Strauß am Spielende würde ich 2 Punkte bekommen und so weiter. Hier zum Beispiel für, je nachdem wie viel gleiche Blumen ich gesammelt habe, unabhängig von der Farbe. Das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel 3 Mohn gesammelt, egal in welcher Farbe der ist, der Mohn. 3 gleiche Mohn würden mir am Spielende zum Beispiel auch 2 Punkte bringen und so weiter. So gibt es hier halt verschiedene Sachen, wofür man, wenn man diese Karten am Spielende dann vor sich ausliegen hat, denn man muss sie erst bekommen, würde man Punkte dann letztendlich bekommen. Jeder Spieler bekommt noch eine eigene Gärtnerfigur und 3 Blumenmarker. Jetzt wird in zufälliger Reihenfolge bestimmt, wer Startspieler ist. Bin ich das oder bist du das? Zufälliger Reihenfolge. Naja, ich habe gerade überlegt, wir machen es ja immer so, der Verlierer vom letzten Spiel ist Startspieler. Genau. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Wahrscheinlich ich, du? Ich weiß es nicht mehr. Bist du Startspieler, ist wurscht. Der Startspieler setzt dann seine Gärtnerfigur neben die oberste Reihe und zwar links daneben. Und alle anderen setzen im Uhrzeigersinn dann ihren Gärtner entsprechend eine Reihe darunter. Ja, in die nächste Reihe darunter, links daneben, neben die entsprechende Reihe. Dann gibt es hier noch die sogenannte Teetasse, denn wir haben ja hier auch Steine im Spiel, hatte ich ja schon gesagt. Wer am Ende des Spiels die meisten Steine hat, bekommt dann die Teetasse. Die Teetasse ist nochmal 2 Punkte wert. Wir spielen hier aber insgesamt 3 Tage. Wir laufen hier 3-mal durch den gesamten Garten durch. Wir laufen hier das erste Mal von rechts nach links durch, dann von links nach rechts. Nee, Entschuldigung, andersrum. Wir laufen hier von, das erste Mal von links nach rechts links durch, dann von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts durch. Das heißt, wir durchlaufen hier alle 5 Spalten einmal. Was denn bei der Fahrprüfung, Führerscheinprüfung, hast du die auch in L und nein, R auf die Hände gemacht? Nein, das habe ich nicht gebraucht. Das haben ganz viele bei uns gemacht, ganz viele Mädchen haben das damals gemacht. Mädchen, das war klar, dass du Mädchen sagst und nichts anderes. Wir Männer, wir ihr Männer wisst, wie das läuft, ist schon klar. Also, wir spielen hier bei insgesamt 3 Tage und jeder Tag besteht aus 5 Runden, weil wir an jedem Tag hier, nicht an jedem Tag, also an einem Tag in jeder Runde hier, ich sag mal in einer Spalte, immer uns eine Karte nehmen dürfen, entweder eine Gartenkarte, und eine Gartenkarte kann entweder eine Straußkarte sein oder eine Skulpturkarte oder eine Blumenkarte oder wir können uns hier auch so eine Wunschkarte nehmen. Das machen wir halt 5-mal am ersten Tag. Dann geht es hier, wie gesagt, von rechts nach links 5-mal am zweiten Tag und dann wieder von links nach rechts 5-mal am dritten Tag. Und dann wird am Ende gewertet. Und wofür bekommt man Punkte? Dafür habt ihr hier auch so eine schöne Wertungsübersicht. Pro 2 Steine, die ich am Spielende gesammelt habe, bekomme ich jeweils 1 Punkt, das abgerundet. Dann würde man gucken, wie kann ich hier bei den Vielfaltskarten, wie habe ich da Punkte gesammelt, wie man da punktet, kommen wir nachher noch zu. Dann guckt man, wenn ich Straußkarten vor mir liegen habe, wie habe ich da die Bedingungen erfüllt, wie bekomme ich da Punkte für. Dann die Skulpturenkarten, die ich euch ja schon gezeigt habe, wer die meisten Skulpturen hat, bekommt 5 Punkte und so weiter. Dann guckt man noch bei den Wunschkarten, die man gesammelt hat, wie hat man da gepunktet. Und die Teetasse, wer die meisten Steine hat, bekommt ja auch noch die und dafür bekommt man auch nochmal 2 Punkte. Und wer die meisten Punkte am Spielende hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand würde man gucken, wer nach dem dritten Tag, also am Ende des dritten Tages, in der Spielerreihenfolge weiter oben ist. Der würde dann letztendlich den Gleichstand für sich entscheiden und das Spiel dann gewinnen. So, die 2 Steine, denke ich mal, muss ich wieder abgeben. Ich bitte darum. Okay, vielleicht noch eine Kleinigkeit wegen den Punkten. Hier bei den Straußkarten hatten wir ja gesagt, es gibt bis zu 3 Bedingungen, die man erfüllen kann, um diese volle Punktzahl letztendlich zu bekommen. Bei den Straußkarten ist es so, dass auch eine Karte mehrere Bedingungen erfüllen darf. Wie zum Beispiel hier, nee, das ist eine Chrysantheme, wenn das eine Aster wäre mit dem Marini, würde das beides erfüllen. Aber das wäre zum Beispiel hier, hatten wir trotzdem, ist aber kein Dings drauf. Ja, mit den anderen, der passt hier. Der passt. Okay, dann nehmen wir mal den hier. Nehmen wir jetzt mal diesen Strauß hier. Hier brauche ich zum einen eine Lilie, ich brauche eine lila Blume und einen Schmetterling. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mit dieser Karte, die erfüllt ja einmal die Farbe, weil sie lila ist, und die Blumenart ist eine Lilie. Und ich darf bei einer Straußkarte, darf eine Karte auch mehrere Bedingungen dann, ich sag mal, dazu beitragen, um diese Voraussetzungen zu erfüllen. Das ist anders bei den Vielfaltskarten. Da muss man tatsächlich 3 verschiedene Karten haben. Das heißt, um diese Karte jetzt zu erfüllen, muss ich 2 Lilien haben und einen Marienkäfer. Dieser Marienkäfer muss aber auf einer anderen Karte sein. Das heißt, er darf nicht auf der Lilienkarte sein, die ich dann für die Erfüllung dieser
Vielfaltskarte benutzt. Das heißt, hier brauche ich tatsächlich drei verschiedene Karten, um eine Vielfaltskarte zu erfüllen. Und je nachdem, an welchem Tag ich die erfülle, dann am Ende eines jeden Tages guckt man immer, ob man so eine Vielfaltskarte ein oder mehrere erfüllt. Wenn ich sie am ersten Tag erfülle, bekomme ich 5 Punkte. Erfülle ich sie am zweiten Tag, bekomme ich 3 Punkte. Erfülle ich sie am dritten Tag, bekomme ich 2 Punkte. Jede Vielfaltskarte kann jeder Spieler maximal einmal erfüllen. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Ende des ersten Tages wären und ich erfülle das und Christian erfüllt das auch, das ist aber möglich. Also mehrere Spieler können am gleichen Tag diese Vielfaltskarten erfüllen. Das geht. Man kann aber jede Vielfaltskarte als Spieler nur einmal erfüllen. Wie gesagt, je schneller man das erfüllt, umso mehr Punkte bekommt man dann. Es gibt bei diesen Vielfaltskarten noch so eine kleine Variante, die nennt sich Wettbewerb. Das heißt, normalerweise prüfen wir am Ende des Tages, ob wir diese Voraussetzungen hier oben erfüllen. Man kann es auch in der Wettbewerbsvariante so spielen. Sobald ich das auch innerhalb des Tages, also nicht erst am Ende, sondern innerhalb des Tages erfülle, lege ich da meinen Marker drauf. Und wenn jetzt ein Spieler kommt, der es am gleichen Tag noch erfüllt, der darf dann seinen Marker nur dahin legen. Denn dann darf in der Variante Wettbewerb auf jedem Feld tatsächlich nur ein Marker dann liegen. Das wäre noch eine kleine Variante. Ansonsten, wie gesagt, im normalen Spiel dürfen auf jedem Feld beliebig viele Marker dann liegen. Von verschiedenen Spielern, natürlich nicht vom gleichen Spieler. Okay, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Spielerreihenfolge ist hier immer von oben nach unten. Das heißt, die Gärtnerfigur, die zu oberst steht, darf jetzt praktisch anfangen. Und man geht immer mit der ersten Spalte. Also die Spalte, die rechts neben der Spielerfigur ist, die ist jetzt die aktuelle Spalte, aus der ich mir jetzt eine Karte nehmen darf. Entweder eine Blumenkarte, in dem Fall wären jetzt hier zwei Straußkarten zur Auswahl, oder halt die Wunschkarte. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt diese Karte hier, die nehme ich dann, lege sie offen vor mir aus. Wenn da ein Stein drauf ist, lege ich den auch bei mir entsprechend aus. Und dann stelle ich meinen Gärtner an die Stelle, wo ich mir die Karte weggenommen habe. So, dann bin ich schon fertig und Christian ist dran. Ich nehme hier die unten und packe die auch hier. So, dann ist im Prinzip die erste Runde vom ersten Tag schon vorbei. Und dann geht es weiter und dann wieder in Spielerreihenfolge von oben nach unten. Das heißt, ich bin wieder zuerst dran. Und diese Karte war ja so perfekt für diesen Strauß. Von daher nehme ich mir diese Karte hier, lege den offen bei mir aus und stelle meine Gärtnerfigur wieder an den Platz. Wenn man sich so eine verdeckte Karte nimmt, ist es genauso wie bei offenen Karten. Man nimmt sie sich, man weiß halt nur nicht, was drunter ist. Es ist Überraschung, it's magic. It's magic, ich nehme die. Und legt sie dann trotzdem dann offen entsprechend vor sich aus. So, oh Wunder, ich habe auch eine Straußkarte gekriegt. Ah, hehehe. So, und jetzt bin ich oben. Das heißt, Christian fängt jetzt mit der nächsten Runde am ersten Tag an. Genau. Und was wirst du tun, ist die Frage. Ich gehe mal hier hin und nehme diese Lilie. Na, da passt ja dann die Farbe schon mal zu deinem Strauß, ne? Und du hast schon mal ein Tier. Du möchtest ja 5 unterschiedliche Tiere sammeln. So, ich würde jetzt gerne die beiden Karten nehmen, weil hier gibt es Punkte für gleiche Blumen. Da hätte ich schon mal 2 Lilien, aber das darf man ja nicht. Man darf ja immer nur eine Karte nehmen. Ich gehe mal hier unten hin und nehme mir mal diese Wunschkarte hier. Ehrlich? Am Spielende Punkte für gleiche Blumen. Ja, ehrlich, habe ich jetzt gemacht. Okay, so. Ganz kurz, kleiner Tipp. Und zwar, wir hatten ja gesagt, diese werden am Ende des jeweiligen Tages geprüft, ob man das schafft oder nicht. Und Michaela hat hier eine Linie. Wenn sie jetzt hier gestanden hätte und das genommen hätte, hätte sie 2 Linien. Und wenn sie dann noch einen weitergegangen wäre, hätte sie mehr Linien. Das wären 5 Punkte in der ersten Runde gewesen. Habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist hier noch eine Linie drunter, nützt sie aber nichts, weil sie kann ja nur eine von diesen Karten nehmen. Ja. Von daher wird sie in der ersten Runde definitiv nicht die 5 Punkte kriegen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber sicherheitshalber. Nee, du nimmst es ja wegen den verschiedenen Tieren, ne? Ja, auch. Auch, okay. Dann gehe ich mal, nehme ich jetzt die hier. Das ist jetzt eine Farbgeschichte. Das beim Spielende bekommt Michaela 2 Punkte pro lilafarbener Blume, die sie bei sich hat. Das heißt, wenn sie die hier nimmt, hat sie jetzt schon 2 Punkte für Spielende. Wenn ich das jetzt nehmen würde. Ich mache das mal. Ich nehme das mal. So, okay, jetzt sehen wir nicht mehr, was unter dieser verdeckten Karte ist. Sie wird auch niemals aufgedeckt werden. Und dann haben wir schon die letzte Runde am ersten Tag. Ja, ich gehe mal da unten rein. Das war natürlich sehr, aber du hättest mir wahrscheinlich eh die Karte vor der Nase weggeschnappt, wie ich dich kenne. Die hättest du mir ja eh nicht gelassen. Nö, weiß ich gar nicht. Also nee, ich hätte sie, wenn du die, ich hätte sie direkt, deshalb habe ich ja so jetzt gespielt. Sag ich ja, du hättest sie mir weggenommen, siehst du? Also von daher hätte ich es eh nicht. Also mein Plan war auch, diese 4 Karten zu kriegen, aber... Was wohl dein Plan war. Okay, dann gehe ich mal hier hin und nehme mir mal diese Karte hier. Upsala, ich schiebe das mal eben hier hin. Den Stein bekomme ich dann ja auch.
So, jetzt sind wir am Ende des ersten Tages und am Ende des Tages, habe ich ja gesagt, wird jetzt erstmal geschaut, ob man irgendwelche Vielfaltskarten erfüllt. Und wie gesagt, wichtig, die Vielfaltskarten müssen mit 3 verschiedenen Karten erfüllt werden. Das heißt, ein Aspekt oder jeder Aspekt muss auf einer anderen Karte sein. Ja, so, und da wir beide nur 2 Karten haben, die wir überhaupt für zählen, weil diese Straußkarten, Blumenstraußkarten können dafür gar nicht genutzt werden, weil die nur eine Aufgabe haben, aber kein Symbol, können wir beide das jetzt gar nicht geschafft haben. Nee, in dem Moment nicht, weil hier überall Blumen drauf sind. Wären hier aber mehrere Tiere drauf, könnte man es ja erfüllt haben. Weil du zum Beispiel, ich habe 2 verschiedene Tiere. Ja, aber es sind stimmt. ja immer 3. Ja, stimmt, 3 Karten. Du 2 hast Voraussetzungen, recht. 2 Karten, genau. Kann nicht funktionieren. So, dann werden die abgeräumt. Wenn das jetzt einer erfüllt hätte, hätte man, wie gesagt, einen seiner Blumenmarker genommen und auf die entsprechende Vielfaltskarte gelegt und am ersten Tag würde man dann am Spielende 5 Punkte dafür bekommen. Und das wird entsprechend weniger, je später man das erfüllt. Genau, es wird hier einmal komplett abgeräumt, die werden zur Seite gelegt und dann wird das komplette Beet, sag ich jetzt mal so, oder Feld wieder so ausgebaut, hubala, wie zu Spielbeginn. Das heißt, hier werden wieder 5 Wunschkarten zu unterst gelegt. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer, genau. In die oberste Reihe kommen wieder 5, beziehungsweise in jede Reihe kommen wieder 5 Gartenkarten. Wichtig ist, dass ihr die Gärtnerfiguren so in der Reihenfolge lasst, weil jetzt die Spielerreihenfolge, wie gehabt, von oben nach unten wieder losgeht. Hier oben in der obersten Reihe werden wir die 2. und die 4. Karte verdeckt ausgelegt und hier unten werden wieder auf die 1., 3. und 5. Karte jeweils wieder ein Stein ausgelegt. Das heißt, ihr baut das genauso wieder auf wie zu Spielbeginn. So, das heißt, ich bin jetzt als erstes dran. Und ich gehe mal hier hin, nehme mir mal diese Karte und stelle meine Figur hin. Das heißt, jetzt läuft der 2. Tag genauso ab wie der 1. Tag. Ich möchte ja gleiche Blumen sammeln und lila Blumen, von daher, das passt jetzt einigermaßen. Wobei ich auch ganz gut die Biene hier hätte haben können. Ja. Ja, die nimmst du, ne? Wegen deinen unterschiedlichen, ne? Das ist gar nicht so gut, dass du so viele unterschiedliche... Ich habe erst 3 unterschiedliche. ...bekommst. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, dann muss ich einmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe. Ist egal, du bist ja sowieso nicht dran. Von daher, stimmt, du bist ja als erstes dran. Mache ich das, ich nehme hier wieder eine verdeckte, das ist mein Spiel. Das ist bloß eine Chrysantheme. Eine popelige Chrysantheme. So, das bringt mir noch nicht so viel. Ich habe noch gar keine gelben Blumen. Von daher nehme ich hier mal den Mohn. Und dann bist du ja schon wieder als erstes dran und darfst dir eine Karte nehmen. Und hier liegen jetzt auch 2 Skulpturen aus. Wie gesagt, am Spielende, der die meisten Skulpturen hat, bekommt 5 Punkte. Der zweitmeiste oder mit den zweitmeisten Skulpturen 3 und der mit den drittmeisten Skulpturen dann immerhin noch einen Punkt. So, ich hole mir mal die. Das heißt, ich kriege den Stein und ich kriege die Karte. Und der kommt dahin und das. Ich habe hier gleich das Problem. Ich gehe hier hin, ich nehme den da. Das ist ja immer eine lila Blume. Ich mache hier nochmal ein bisschen breiter bei mir. Das ist ja eine Karte, die gehört dahin. Da muss ich aufpassen, dass es nicht zu meinen Wertungskarten rutscht. Und dann bin ich ja als erstes dran. Tja, die ist natürlich auch ganz nett da unten, ne? Aber die Skulptur auch. Ne? Aber egal, ich nehme die hier. Da bekomme ich dann am Spielende Punkte, je nachdem, wie viele unterschiedliche Blumen ich gesammelt habe. Und 5 unterschiedliche Blumen gibt es ja insgesamt. So, ich nehme wieder die verdeckte. Tulpe. Und dann auch noch mit dem Marini. Aber es bringt dir ja nichts zusammen, weil du brauchst ja 3 unterschiedliche Karten. Dann bist du schon wieder dran. Ich wüsste ja, was dir ganz gut zu Gesicht stehen würde. Na, aber das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht möchte, dass du dir das nimmst. Ja, was? Die Tulpe? Ach nee, stimmt. Hast du schon. Nee, ich dachte an den Nachtfalt, aber du hast ja schon. Nee, den haben wir schon. Das interessiert mich an der Stelle nicht. Das Problem ist, ich habe leider noch keine. Das ist eine Lilie. Alster. Das ist eine Aster. Christian sagt immer Alster dazu. Im Radler. Das ist ein Running Gag. Das ist jetzt echt total blöde gelaufen. Mhm. Kein Schmetterling. Was soll ich sagen? Ich habe keinen Marini bekommen. Ich hätte hier die Karte nachher erfüllen können, aber ich habe keinen Marienkäfer. Ja, wenn das so ist, dann gehen wir mal da. Schmetterling habe ich auch nicht. Gehst also dahin. Na, dann nehme ich hier mal die Karte. 2. Oh, warte mal. 2 Polilie wären schon 4, aber das wäre noch eine lila Blume. Aber das ist im Prinzip ja auch 2 Punkte. Dann nehme ich mal die hier. Das ist so schwer, die Entscheidung. Gut, jetzt sind wir am Ende vom 2. Tag. Das heißt, wir schauen erstmal wieder, ob man irgendwelche Vielfaltskarten, die man erfüllt hat. Ich habe zwar 2 Lilien, aber ich habe keinen Marienkäfer, von daher ich kann die nicht erfüllen. Ich habe einen Mohn, ich habe eine
Nee, das ist eine Chrysantheme, keine Aster. Eine Chrysantheme habe ich nicht, Schmetterling habe ich auch nicht. Und du hast keine zwei Tulpen. Genau, ich habe nur eine. Ich habe zwar eine Tulpe und eine Aster, aber mir fehlt die zweite Tulpe. Jo. Von daher, ich kann da nichts dafür. Ich habe auch nicht, das brauchen wir nicht einzeln durchgehen. Ich sage einfach, ich habe es nicht. Du hast es nicht. Dann wird hier wieder abgeräumt. Wichtig, die Gärtnerfiguren wieder so stehen lassen. Und dann sind wir schon beim letzten Tag und bauen hier entsprechend wieder auf. Wie zu Spielbeginn. Oder wie zum Beginn des zweiten Tages. Upsala. Ich nehme hier schon mal drei Steine weg. Zwei. Upsala. Drei Steine. Oh, da kommen nochmal zwei Skulpturen. So, letzte Runde, beziehungsweise letzter Tag. Christian darf beginnen. Okay, dann starte ich mal mit der Lilie. Warum? Ich kriege die gar nicht Tischvorder zum Recht. Ich wollte die Lilie ja auch gerne haben. Ah. Finde ich jetzt nicht so nett von dir, dass du die Lilie wegnimmst. Dann nehme ich mir mal hier die Karte. Das sind die abgelegten. Ich mache ein Stückchen höher und du bist schon wieder dran. Ich nehme mir dann mal das Alster. Die Aster, nicht das Alster. Ich gehe hier oben hin und nehme mir das hier. Oh, ein Moon. Das ist doch schön. Und dann gehe ich einmal hier hin und nehme mir den hier. Den Marini brauche ich nämlich noch, damit ich da oben zumindest die eine Voraussetzung erfülle. Und du darfst schon wieder. Gut, dann nehme ich mir lieber auch noch so eine Zielkarte. Das ist ein bisschen spät dafür, aber was soll ich machen? Was soll man machen, ne? Ja. So, ich riskiere mal hier den da. Oh, ist noch eine Tulpe. Hätte vielleicht noch eine lila Tulpe sein können. Ja, das hätte mir noch mehr gebracht. Gierig, wir sind aber nicht gierig. No, aber was soll ich mit einer Tulpe? No, no. Die Tulpe war eigentlich ziemlich unnütz, muss ich mal so sagen. Die hat mir nicht viel gebracht. Das war umsonst, die Tulpe. Ah, ich muss das wieder so machen. Du nimmst das und dann nehme ich mir das hier. Die Skulptur, die lege ich mal, wo lege ich die mal hin? Ich lege erstmal den Stein dahin und dann mache ich mir hier Platz für die Skulptur. So, und dann darfst du dir noch deine letzte Karte nehmen. Und ich nehme dann zum Abschluss nochmal eine Alster. Eine Aster, keine Alster. So, dritter Tag zu Ende. Wir gucken wieder auf die Vielfaltkarten. Ich habe hier zwei Lilien und der Marini ist auf einer anderen Karte. Also habe ich alle drei Voraussetzungen mit unterschiedlichen Karten erfüllt. Das heißt, ich darf meinen Blumenmarker hier zumindest noch auf den dritten Tag entsprechend platzieren. Kannst du die auch erfüllen? Ja, Tulpe, Tulpe. Nee, das ist Tulpe, Tulpe. Aber wir brauchen Lilie, Lilie. Lilie, ja, wir haben alles hier im Angebot. Und ich habe auch den Marini. Du meinst, es fällt nicht auf, ne? Kannst du mal versuchen. Ja, du kannst aber versuchen. Den habe ich nicht, den hast du auch nicht, weil keiner von uns ein Schmetterling hat. Ja, und ich habe auch gar keine Chrysantheme, die fehlt mir nämlich. So, letzte, Tulpe, Tulpe und Alster. Tulpe, Tulpe, Alster habe ich. Alster, nicht Alster. Ich habe auch Tulpe, Tulpe und Aster und auf drei verschiedenen Karten. Hast du das dann auch auf drei verschiedenen Karten? Ja, da, alles. Nee, du brauchst zwei Tulpe und eine Aster. Es müssen nur drei verschiedene Karten sein, anders geht das gar nicht. Okay, gut, dann sind wir so damit durch und können zur Endwertung fortschreiten. So, dann starten wir mal. Erstmal gucken wir, wie viele Steine wir denn haben. Michael hat vier Stück, das heißt pro zwei Steine ein Siegpunkt. Immer abgerundet hätte sie also fünf, wären es zwei Punkte. Sie hat vier, sind auch zwei Punkte. Das heißt, für den Part bekommt Michaela schon mal zwei Punkte. Dann geht es hier oben, glaube ich, weiter mit den Vielfaltskarten. Ja. Ne? Da gucken wir, wie viele Punkte wir bekommen haben. Ich habe da in Summe 4 bekommen, also 2 plus 2 Punkte sind 4 Punkte. Genau, dann kommen als nächstes Straußkarten, so man sie denn überhaupt hat. Ich habe hier eine Straußkarte. Auf diese Straußkarte möchte eine Lilie haben. Sie möchte eine lilane Farbe haben und einen Schmetterling. Die Lilie habe ich. Ha, ich habe auch eine lilane Lilie. Wie gesagt, hier für den Strauß dürfen ja oder darf eine Karte ja mehrere Aspekte erfüllen. Ich habe eine Lilie und auch eine lilane Karte. Hätte ich sogar auf anderen Karten lila Farbe. Aber ich habe keinen Schmetterling. Von daher bekomme ich hier, ich habe zwei Voraussetzungen erfüllt, also einmal drei Punkte. So, dann haben wir noch die Skulpturen. Der guckt man, wer hat die meisten Skulpturen. Ja. Bei Gleichstand bekommt jeder die Punktzahl. Das heißt, Christian und ich haben jeweils eine Skulptur. Das heißt, ich bekomme da fünf Punkte und Christian bekommt dementsprechend nachher auch fünf Punkte. Dann haben wir hier noch die Wunschkarten. Ich habe hier einmal gleiche Blumen. Ja, das ist egal, kann ich mir aussuchen. Ich habe hier zwei gleiche, da zwei gleiche, da zwei gleiche, da zwei gleiche. Die Farbe ist egal, Hauptsache gleiche Blumen.
Das heißt, bei zwei gleichen Blumen, die Wertungskarte kann man nur einmal verwenden. Ich kann sie jetzt nicht drei oder viermal verwenden. In dem Moment, wenn ich vier gleiche, viermal jeweils zwei gleiche Blumen habe, das geht nicht. Das heißt, dafür bekomme ich einen Punkt. Dann habe ich hier unterschiedliche Blumen. Es gibt ja insgesamt fünf unterschiedliche Blumen. Ich habe vier unterschiedliche Blumen. Mir fehlt halt die Chrysantheme. Bei vier unterschiedlichen Blumen bekomme ich drei Punkte. Dann für jede lilane Blume, die ich habe, bekomme ich zwei Punkte. Ich habe eins, zwei, drei, vier lilane Blumen. Das sind also in Summe acht Punkte. Und ich bekomme für jede Lilie zwei Punkte. Ich habe zwei Lilien, also bekomme ich dafür nochmal vier Punkte. Und ich bekomme auch für jeden Mond zwei Punkte. Das heißt, da bekomme ich auch nochmal vier Punkte. Genau, dann wird nochmal geguckt, wer hat die meisten Steine. Michaela hat ja vier, ich habe plus zwei. Das heißt, sie bekommt die Teekarte. Die Teetasse. Die Teetasse ist auch nochmal zwei Punkte wert. Das heißt, ich bekomme nochmal zwei Punkte dazu. Das heißt, ich habe in Summe jetzt 36 Punkte. Das ist natürlich jetzt schon meine Hausnummer. Dann mache ich mal weiter. Steine bei mir, zwei Stück, das heißt ein Punkt. Habe ich. Wunderbar, dann halt eben hier diese, da genau wie Michaela, 2 und 2 bedeutet also in Summe 4 Punkte. Straußkarten, ich habe irgendwo eine Straußkarte gehabt, da, genau. Voraussetzung ist hier, ich brauche einmal eine Chrysantheme, ich habe sie, dann brauche ich eine rosafarbene Karte, habe ich, und ich brauche Käfer, habe ich auch, von daher erfülle ich die komplett, bedeutet für mich einmal 5 Punkte. So, dann kommen Skulpturkarten, hatten wir ja vorhin gesehen, jeder hat eine, das heißt, ich kriege auch die 5 Punkte für den ersten Platz. Und dann kommen meine Wunschkarten. Ich habe hier einmal unterschiedliche Tiere. Ich habe einmal eine Biene, ich habe einen Käfer, ich habe so einen Nachtfalter und ich habe einen Marini. Schmetterling habe ich leider nicht. Das heißt, ich habe vier unterschiedliche, bedeutet 4 Punkte. Ui, das ist aber hier ganz schön viel, was du da hast. Geht. Dann einmal hier Chrysantheme. Pro kriege ich 2. Ich habe 2 Stück, bedeutet 4 Punkte. Und pro Aster auch 2 Punkte. Ich habe 2 Stück, also kriege ich da auch nochmal 4 Punkte. Und pro Marienkäfer kriege ich 3 Punkte. Ui. Und ich habe 2 eigentlich hier. 2 Stück. Ui. Bedeutet also einmal 6 Punkte. Das ist aber richtig viel. Nee, das reicht leider nicht. Das sind 33 Punkte. Das ist ganz knapp, bist du im Sieg vorbeigeschraubt. Wenn ich bloß diesen blöden Schmetterling gekriegt hätte, dann wäre das. Dann hätte ich hier 7 Punkte gehabt, ich hätte den erfüllt. Hätte Fahrradkette. Ja, dumm gelaufen. So, und bei einem Gleichstand wäre es halt so gewesen, dass man geschaut hätte, wer am Ende des Tages hier in der Spielerreihenfolge weiter vorne steht. Das wäre in dem Fall Christian gewesen. Dann hätte Christian das Spiel gewonnen. Ja, was wir natürlich nicht wollen. Ja. Oh, okay, dann können wir mal zum Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Nee, Gewinner fängt an. Gewinner fängt an, okay. Ich fange mal wie gewohnt mit der Anleitung an. Die ist, finde ich, sehr schön geschrieben, sehr gut bebildert. Wir sind wirklich sehr gut reingekommen in das Spiel. Ist für mich auch vom, ich sag mal, ja, Anforderungsgrad hier ein Familienspiel. Es spielt sich wirklich fluffig runter. Es ist kurzweilig in der Spielzeit. Wir haben häufig nicht nur eine Partie gespielt, sondern meistens auch eine zweite Partie hinten dran gehängt. Es ist für mich ein schönes Spiel für zwischendurch oder mal als Opener für einen Abend oder mal, ich sag mal, als Abschluss. Es ist jetzt kein großartiges Strategiespiel, weil es natürlich sehr glückslastig ist, was für Karten hier ausliegen. Der Vorteil, wenn man mit drei oder vier Personen spielt, dann hat man natürlich eine größere Kartenauslage. Ihr seht ja schon, im Drei-Personen-Spiel habt ihr 3 Reihen, also 15 Karten, die letztendlich ausliegen an Gartenkarten, und bei 4 Personen sind es dann 4 Reihen, das sind dann 20 Karten. Von daher liegen hier natürlich mehr Karten aus, von daher man hat eine größere Auswahl. Ganz klar, wir können dann natürlich immer noch wieder die Karten vor der Nase weggeschnappt werden, aber es sind einfach mehr Karten im Umlauf. Ihr habt jetzt ja gesehen, zu zweit sind hier letztendlich 10 Karten, und von daher kommen dann auch mal mehr, mal weniger Karten raus. Gerade auch, sag ich mal, Skulpturkarten sind ja im ganzen Gartendeck nur 5 drin, genauso wie diese Straußkarten. Und wenn die letztendlich irgendwo ganz unten sind, weil es unglücklich gemischt ist, dann kommen sie vielleicht in dem Moment nicht. Oder einer hat Glück und es ist nur eine Skulpturkarte jetzt im Zwei-Personen-Spiel drin. Da ist man natürlich echt so ein bisschen davon abhängig, dann glücksabhängig, kommt da noch eine Karte oder vom Strauß oder von der Skulptur letztendlich, kommen die noch oder kommen die nicht. Und das ist natürlich im Mehr-Personen-Spiel dann schon ein bisschen mehr, ich sag mal, Kartendurchlauf letztendlich. Ansonsten, wie gesagt, ich mag das Spiel, es ist einfach, es läuft fluffig. Es ist jetzt letztendlich nichts Besonderes oder nichts Neues, weil letztendlich sammelt man Symbole, wenn man es mal ganz platt sagt. Ich mag aber das Thema. Ich finde, das ist hier auch sehr schön eingefangen, dass man hier so seinen eigenen Blumenstrauß zusammenstellt, dass man hier so eine Straußkarte hat. Da kann man sich ja so ein bisschen dann, ich sag mal, wenn man sich vorstellt, ich muss da bestimmte Blumen haben und dann vielleicht auch noch Tiere und so dabei. Also von daher, ich mag das Thema, ich mag die Optik von dem Spiel.
Von daher ist es für mich ein schönes, einfaches Spiel, mal so für zwischendurch. Wir hatten es jetzt auch mit dem Urlaub. Wir waren jetzt ein paar Tage mit den Kindern und meiner Mutter in der Schweiz und da haben wir es auch gespielt. Ich mag es und es ist für mich ein Spiel, was ich gerne wieder spiele und es bekommt von mir 6,5 Punkte. Oh, so wenig? Mhm, weil ich sag mal, in der Kategorie, wo es ist, ist für mich ein schönes, einfaches Spiel. Ich spiele es auch gerne wieder mit. Aber es ist jetzt für mich jetzt nicht so, dass ich sage, es ist der Überflieger und bringt so viel Neues letztendlich. Okay, spannend. Gut, ich habe da erstmal so ein paar Anmerkungen. Also auf der Spielverpackung. Oh, jetzt geht's los. Nein, alles gut. Auf der Spielverpackung steht ab 14. Das habe ich eben erst gesehen. Das finde ich etwas übertrieben, weil das ist ja komplett sprachneutral, sag ich mal. Man kann hier alles anhand der Symbole, der Ikonisierung. Ikonografie, gibt es das Wort? Ja. Okay, wie auch immer, anhand der Symbole kann man das, also man muss jetzt nicht lesen, das ist eine Aster oder das ist eine Lilie, sondern man kann das eben anhand der Symbole sehen. Mhm. Von daher, ab 14 sehe ich jetzt eigentlich nicht den Grund, es ist ein Sammelspiel und das könnte auch unser 10-Jähriger spielen. Das, also das wenn ich das Thema. Wie gesagt, wir haben es jetzt im Urlaub gespielt, wir haben es auch im Zug gespielt, also in einem deutschen ICE kann man das spielen, da reicht der Platz am Viererplatz aus. Ja. In einem Schweizer Zug würde es nicht auspassen, wenn weil wir haben so klitzekleine. Wenn es quer hinlegt. Ja. Also genau. Im Schweizer Zug funktioniert das nicht, da sind die Tische irgendwie deutlich kleiner. Egal, von daher, das funktioniert. Optik, ich sag mal, es ist okay für mich, ist halt eben so in diesem, wo es hin will, so ein entspanntes Spiel. Blumengarten. Passt das halt eben schon. Ich mag es aber von der Ikonisierung nicht so. Also ich finde, dass Rosa und das Lila ist teilweise echt schwer auseinanderzuhalten, wenn man nur nach den Bildern geht oder nach den gemalten Bildern geht. Hier in den Ecken geht es, wobei, wenn man schlechte Beleuchtung hat und gerade jemand mit einer Rot-Grün-Schwäche, der könnte da, glaube ich, echt ein Problem mit haben. Von daher, da müsst ihr mal schauen, ob euch das reicht. Ich habe echt teilweise wirklich gucken müssen und es ist eben auch so ähnlich. Also hier zum Beispiel so eine Chrysantheme und so eine Alster. Aster. Ja, das war das letzte ja, Mal. Ja, das stimmt. Die sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Und wenn man eben dann auch hier dieses... Gib mir mal eine niederfarbene bitte. Mhm. Warte. Hier ist sie. Genau. Die Farben sind eben auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Also das... finde ich nicht so gelungen, sage ich einfach mal. Das hätte man ein bisschen deutlicher machen können. Das findest du eben. Ich meine, du hast ja auch noch das große Bild, ne? Und ich finde, da siehst du ziemlich eindeutig, das ist doch eine andere Farbe als die da. Nö. Nö? Okay. Ich also sehe ich anders. Ja, wenn man es direkt daneben liegt vielleicht. Aber wenn du jetzt noch den dazwischen packst. Ja, sehe ich das auch. Jetzt Magic, siehst du? Ich sehe die unterschiedlichen Farben. Also ich nicht. Ich habe da kleine Probleme mit. Punkt. Spielregeln, Spielablauf, wirklich simpel. Wir haben die Anleitung einmal durchgelesen, haben eigentlich alles drauf gehabt, nichts falsch gemacht. Schön ist eben auch dieses Beiblatt, das hier dabei ist, einmal mit der Übersicht, was muss gewertet werden am Schluss. Hier nochmal der Zugablauf, was gibt es für verschiedene Farben, sprich, was für Blumensorten gibt es, was für Farben gibt es, was für Tiere. Insekten gibt es. Von daher, das ist echt gut gelöst, ist auch ausreichend dafür. Schön finde ich diesen Kniff, der oben ist, ist als nächster dran. Das ist eine schöne Sache, weil man teilweise auch so ein bisschen taktisch spielt, auch guckt, so was passt bei Michaela, was nicht. Ich habe zum Beispiel ja in der ersten Runde versucht, ihr diesen Käfer wegzunehmen, damit sie, was sie ja sowieso übersehen hatte, aber egal, diese erst gar nicht erreichen kann. Dann ich gehe eben nach oben rein, um ihr dann gegebenenfalls die Karte dann wegzunehmen. Mhm. Auch so ein bisschen dieses Gezocke mit zwei verdeckten Karten, riskiere ich das, dass da irgendwelcher Müll kommt, sage ich mal, der überhaupt nicht in meine Strategie reinpasst, der in mein Set hier nicht reinpasst. Oder die eben auch wirklich noch gerade so in der letzten Runde nochmal so einen schönen Effekt haben kann, wenn gerade so eine verdeckte, so eine Statue-Karte und zack, ich habe dann die Mehrheit, kriege 5 Punkte. Das ist eben nett. Ansonsten von der Punkteverteilung, man hat es ja jetzt gesehen, 33, 36, wir waren meistens relativ nah beieinander. Ich sag mal, in einer Range von 5 bis 6 Punkten auseinander, das war so das Normale. Von daher ist es wirklich schön ausgeglichen. Es ist nicht so, dass es so einen Königsweg gibt, ich gehe hier voll drauf, dann gewinne ich automatisch. Nein, ist nicht. Das allererste Spiel habe ich extremst dominiert, da habe ich irgendwie 50 Punkte gehabt. 55, da war ich aber deutlich drunter, da war ich gleich bei 36. Ja, das war das Probespiel. Da gab es eben diese Karte, die ich jetzt eben gerade hatte, dieser Marini mit 3 Punkten, das gab es als Schmetterling und ich habe irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Schmetterlinge gehabt, das war total krass. Aber das ist ja so wie hier, deswegen meine ich mit Zufall. Ne? Wir hatten jetzt ja in diesem Spiel, ich glaube, es war kein einziger Schmetterling da und deswegen konnte man diese Karte schon mal gar nicht hier einer von den Verdeckten wäre es gewesen. Okay. Aber das kann man halt nicht wissen und das meine ich halt mit Zufall und auch im Mehrpersonenspiel hast du dann halt eine größere Auslage, da kommen mehr Karten rein und da ist natürlich, es ist auch jedes Mal so die, was du schon sagst, wenn ich dran bin, welche Karte, ich brauche eigentlich die, aber ich will vielleicht auch gerne die, ich da gerade eben hatte. Und du kannst immer nur eine Karte dann nehmen und die werden ja nachher auch abgeräumt, die bleiben ja wenn nicht weg, dann weg, genau. Und das ist eben auch so ein schöner Kniff, das macht es eben auch interessant. Interaktion ist dadurch eben gegeben, dass man versucht, dem anderen eventuell in die Parade zu fallen. Mhm. Das ist eben dieses Abwägen so,
ich brauche die Karte, um irgendwie ein Set bei mir zu vervollständigen, aber wenn ich dann weiß, Michaela nimmt eine andere, wie ist der Effekt, hat sie dadurch mehr Punkte gewonnen, als ich durch die Karte, die ich bei mir bekommen habe, also sprich, nehme ich ihr die weg, um das zu verhindern. Mhm. Das ist so die Interaktion, die dabei ist, was aber ausreichend ist für das Spiel. Mehr will es ja auch gar nicht bewirken. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man wirklich einem anderen total, ja, das Spiel versauen kann, weil man eine Karte... Das ist ein spannendes Spiel. Eben, genau. Und vor der Prämisse ist das auch vollkommen erfüllt an der Stelle. Macht jedes Mal Spaß, weil es auch jedes Mal anders ist. Was liegt hier aus? Was liegt da aus? Was liegt generell an Blumenkarten und so weiter aus? Von daher, mir macht das echt Spaß. Die Spielzeit ist auch sehr, sehr überschaubar, finde ich. Vollkommen in Ordnung dafür. Wie gesagt, die Einordnung ab 14 Jahre, ich denke ab 10, 11 kann man das auch schon spielen. Und von daher, mir hat es gefallen. Ich spiele es immer wieder gerne. Von daher, ich gebe 7,5 Punkte. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Blumengarten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!